Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Tag. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich habe euch hier tatsächlich das Ramontische Setup mit aufgebaut. Ja, das ist Ramontic Plus tatsächlich hier schön mit dem Greenscreen. Ich habe euch die Patch Notes mitgebracht. Natürlich auf keinem anderen Kanal als LaskyQ Patch Notes. Lol. Und ich kann euch sagen, diese Woche wird fantastisch werden. Das heißt, Videos ab 15 Uhr auf diesem Kanal. Und außerdem auch Streams, morgen 17 Uhr auf jeden Fall. Die anderen Tage weiß ich noch nicht, aber ich werde versuchen, jetzt öfters in der Woche zu streamen, wahrscheinlich abends, ne? Das heißt, einfach bei Twitter folgen oder so, dann wisst ihr immer, wann ich streame. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da seid. Ich freue mich über alle von euch. Und genau deswegen fangen wir jetzt auch mit den Patch Notes 9.18 an. Man muss sagen, 9.18 ist schon, geht schon in die Richtung Competitive, ja. Das ist sehr competitive angelegt. Atrox. Atrox wird natürlich immer wieder abused, natürlich aber auch im Solo-Queue. Ist schon ein sehr, sehr starker Champion und hier wird das Passive angegangen. Und zwar heilt er sich ja mit seiner Passive um den gesamten Wert, den Bonus Physical Damage, den er macht. Und dieser wird jetzt auf 25% reduziert. Das heißt, er hat sich nur noch, zumindest wenn es gegen Minions ist. Bedeutet, er kann sich an Minions nicht mehr so gut livestreamen. Er wird belohnt, wenn er seine Passive gegen Champions benutzt. Ich finde, ich meine, ich bin jetzt kein Atrox-Main, vielleicht ging es nur mir so. Aber sie geht immer sowieso ein bisschen unter. Ja, das heißt, beim Farmen benutzt du sie einfach. Aber vielleicht denkt man jetzt so ein bisschen, hey, okay, ich habe jetzt die Passive, ich könnte ein bisschen AP gebrauchen. Vielleicht lohnt sich ja so ein kleiner Quick-Trade, ne? Klar, HP beim Trade zu, da verliert man natürlich auch schon immer welche, aber vielleicht lohnt sich das ja, ne? Aber im Prinzip wird er auf jeden Fall genervt und auch seine Q, das Darkened Blade, macht jetzt nur noch 40% auf allen Levels an Minions. Das muss man sagen, ist ein super krasser Nerf. Vorher war es nämlich 50 bis 100% Schaden. Das heißt, ja, zu später, auf Stufe 18, hast du die Minions komplett weggeklatscht. Jetzt machst du noch 40%. Das heißt, der Wave Clear wurde richtig, richtig, richtig hart genervt. Also das tut halt schon weh. Klar, er hatte guten Wave Clear, aber es ist insane. Ja, 40%, puh, ne? Vorher waren es halt 50, ja wenigstens bis 100 hoch. Gut, weiter geht's. Akali. Akali ist nämlich auch so ein Ding. Ich sag, in Solo-Queue ist sie ziemlich nicht ganz so gut, wirklich. Ich meine, ist immer so ein Problem, aber im Competitive-Bereich sieht man sie tatsächlich öfters. Aber ich glaube, nach diesem Nerf, ich habe ja ein bisschen Akali gespielt, ist sie tot. Ich sag, sie ist tot. Komplett tot. Dead. Finito. Nada. Under the ground. Brudeck. Und zwar ist nämlich das erste. Sie stunt nicht mehr mit, dem ersten Ding. Das heißt, der erste Sprung ist komplett nur noch zum Dashen. Das macht ja eh kaum Damage. Jetzt nicht mehr ein Stun. Und das große Problem daran, klar, es waren nur 0,5 Sekunden, aber diese 0,5 Sekunden waren dafür da, dass du deine E auf den Gegner machst. Ult E. Klar, dadurch muss man sagen, fehlt dir das Counterplay dagegen. Du kannst immer Ult E machen. Zum einen müsste man jetzt echt sagen, okay, das macht Akali Balance. Du hast Counterplay, du kannst jetzt die E ausweichen. Aber ich sage, es ist wahrscheinlich jetzt zu einfach, weil die E zu treffen ist manchmal schon echt schwer. Und wenn du jetzt einfach, also ich stelle es mir sehr schwer vor. Du kannst es jetzt auch natürlich flashen, klar, okay, flashen, dashen, du kannst alles ergeben. Also ich sag, das ist jetzt super schwer. Ich will sogar so weit gehen, ich will einen Step ahead gehen und sagen, mit diesem Nerf ist sie legit tot. Plus den Nerf, der hier unten kommt, ihr zweiter Ult Damage, also der Execution Damage, wird erstmal von 255 auf 195 reduziert, im Late Game allerdings gleich. Das ist schon auch übel viel weniger Damage. Sie ist ja ein Champion, der muss snowballen. Und wenn dir auf der Early Ult, ja, das ist schon viel Schaden, wenn man überlegt, ne? Aber wenn dir einfach jetzt hier knapp 60 Damage, das sind sogar genau 60 Damage, oder? Fehlen, das ist komplett insane. Und, Leute, 160 Sekunden Cooldown. Also, komm, ich weiß, die Akali ist wirklich räudig manchmal, aber 160 Sekunden, Leute. 160 Sekunden Cooldown haben Ultimates, die global sind. Ultimates, die sind wie Shen, ich glaube, Katus hat sogar 180, ich glaube, die haben teilweise sogar 170, 180, aber Ultimates, die wirklich global, powerful, viel Reichweite, das sind Ultimates, die haben so 160 und ihre ist halt so eine Ult wie, ich sag mal, wie Talon und Zed, ja, eine Person töten. Und 160, das heißt, wenn du jetzt Zed, egal welches Matchup du hast gegen Akali, du kannst, nehmen wir Talon, Talon hat gleich 120 oder Zed auch 120. So wie eine normale Ult auch sein müsste. Wenn du jetzt gleichzeitig ultest, so ist das ja meistens. Du engagest zum Beispiel einen Talon auf Akali, du ultest, sie ultet. So läuft das ja im normalen Fachjargon. Dann bedeutet das, das nächste Mal, wenn du Ulti ready hast, hat sie 40 Sekunden Cooldown drauf. Und der nächste Punkt ist, sie baut Gunblade, während Talon zum Beispiel einen Yomus baut. Du hast Yomus, das heißt, du hast nochmal 10 Sekunden, 12 Sekunden runter bei Talon. Und sie hat immer noch 160. Und meistens kommt danach, meistens kommt ein Stundenglas, das hat 10%, aber 10% ist jetzt auch nicht so viel, ne? Na gut.
als zweites Item dann, ne? Also ich sag, sie ist tot, Leute. Leben und Tod von Akali. Gut, Annie. Annie sieht man überhaupt gar nicht, oder auch Annie. Das liegt daran, dass viele scared sind, sie zu spielen, weil sie ein Yordle ist. Aber sie bekommt quasi Movement Speed jetzt, wenn sie ihre E benutzt. Sie bekommt 25% plus 1,5% per Level. Das Ganze eigentlich Decayen, das heißt über 1,5. Du bist super schnell, aber auch wieder super schnell nicht schnell, kann man sagen. Weil nur 1,5 Sekunden, also. Es klingt, glaube ich, ich meine 1,5%, was sie noch dazu kommt bei Level, das sind gut und gerne bestimmt so 50%. Das ist nicht schlecht, aber ist super schnell weg. Dafür, dass sie diesen Buff bekommen kann, wird ihre Damage Reduction halbiert. Und der Cooldown erhöht. Ich denke, es ist trotzdem gut, weil das Problem bei Annie ist einfach, sie hat keine Escape. Sie ist total unmobil, ja. Wenn du gegankt wirst, was machst du? Das Beste, was du machen kannst, ist legit den Jungler zu one-shotten mit Tibbers. Aber wenn du entweder kein Tibbers hast oder das gerade nicht machen kannst, weil du nichts hast, so, dann Annie braucht Mobility. Vor allem kannst du diese Mobility auch benutzen, vielleicht um ein bisschen schneller so. Ich meine, das ist ja Burst Speed, ne? Du wirst halt schon schnell, zwar kurz, aber wirklich schnell, kannst du an den Gegner rankommen und eben Tibbers ins Gesicht hauen, ne? Vielleicht, müssen wir mal gucken. Ich meine, Damage Reduction hin und her, ich glaube, das ist ein Buff für sie, tatsächlich. Movement Speed bringt ihr mehr als Damage Reduction, sag ich mal. Ich hätte es cool gefunden, das hätten sie echt, das gab's mal auf Annie, dass wenn sie ihre E anmacht, sie hat schon mal Movement Speed auf der E gehabt, meine ich, und wenn sie das anmacht, dass auch Tibber schneller wird. Das wäre eine gute Änderung, das hätten sie reinbringen sollen. Vielleicht hört Riot dieses Video nicht, aber, ne, das ist, vor allem hören, ja, Podcast oder was. Ne, das wäre eine gute Änderung gewesen. Das hatte sie, glaube ich, schon mal. Aurelion wurde genervt, ich finde Aurelion, oder gechanged, er wurde gechanged. Ich finde Aurelion super gut. Oder ich fand die Änderung cool. Und sie sagen, ja, hey, noch mehr Power. Also 65 AP obendrauf ist sehr stark. Caitlyn wird gebufft, ist kacke. 2 mehr AD ist nett. Echo, weniger Mana-Kosten auf der W, 30. Das heißt, du kannst sie einfach mal so raushauen. 30 ist echt wenig. Und 2,25 Sekunden Stun. Das ist super viel. Ich muss sagen, hey, okay, cool. Wenn du es wirklich schaffst, dass Leute in deiner W drin sind, dann hast du es verdient, die Gegner lange zu stunnen. 2,25 ist aber erstens verdammt lange. Vor allem ist das auch teilweise AOE. Und es hat natürlich ein großes Feld. Und zweitens hatte ich heute erst ein Echo, der 17-2 gelaufen ist. Da weiß ich nicht, ob ich dem so ein Feld geben will. Aber ich glaube, Echo hat es schon verdient. Glaube ich schon. Evelyn. Bei Evelyn dachte ich erst, okay, Riot sagt sich jetzt erstmal, okay, sie haben sie genervt, sie wollen sie jetzt wieder ein bisschen wegbringen. Und ich dachte, wo ich das gelesen habe, oh mein Gott, sie wird broken. Aber ich glaube, es ist gar nicht so krass. Was gemacht wird, ist, nur ihre empowerte Ultimate macht jetzt, wenn das Ziel... Also vorher ist es so, es macht 100% Schaden gemacht, wenn das Ziel unter 30% ist. Jetzt macht es 140% Schaden, wenn das Ziel unter 30% ist. Und das bedeutet, sie macht jetzt 900 Damage und hat noch ein besseres Abyss-Gang dazu bekommen. 1,8. Das ist insane, Leute. Und 900 Damage. Beziehungsweise hier sogar auch 50 drauf. Da ich mir da, okay, hey, das ist fucking insane. Aber ich habe viel Evelyn gespielt. Und ich glaube, ich meine, wenn dieses Zeichen auf dem Gegner ist, hey, von wegen, hey, hier, execute, dann ist der Gegner eh immer tot. Ganz selten. Vielleicht, wenn es mal ein Maokai war, Nasus, so Champs wie Jax oder so im Late Game. Die sind dann nicht gestorben. Aber alles andere ist immer verlässlich eigentlich gestorben. Und ich meine, das ist auch die Argumentation hier, wie man sagt, hey, reliably take down. Das heißt, das soll wirklich sterben. Wenn das Zeichen da ist, ist der Gegner tot im Prinzip. Es ist ein Buff. Und also für alle Evelyn-Spieler ist das Zeichen da, ult. Tot. Gut. Leider ist halt damit nicht der normale. Ich habe erst gedacht, das wäre auch der normale Damage. Deswegen dachte ich erst, aber nee. Jhin, mehr AD, ist cool. Kaiser, weniger Attack Speed. Also ich muss sagen, ja, ich verfolge nicht so viel Competitive. Deswegen bin ich auch manchmal ein bisschen raus. Aber ich finde Kaiser im Solo-Queue jetzt nicht so heftig, muss ich sagen. Ich sehe sie fast nie. Selten. Wenig. Weniger. Aber wird jetzt ein bisschen genervt. Vielleicht ist es okay. Vielleicht ist es worth. Vielleicht auch im Competitive. 20% weniger. Tut echt weh. Tut weh. Kayle macht mit ihrem Star Fireblade, das ist ihre Passive, jetzt 5 mehr Damage pro Auto-Attack, ist cool, 5 mehr, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ist nett, kann man machen. Listen, mehr HP, bisschen, 0,8 mehr AD, die sind immer noch dabei, die Zahlen zu tunen, es gibt immer noch diese Champs mit 570,8, 3, 4, 1, 2 HP, ne, machen sie ein bisschen sauber überall nach und nach gerade, also 0,8 AD mehr, hin oder her. Air Dragon Rage macht allerdings 25 Schaden mehr auf jeder Stufe. Ich gebe euch trotzdem einen Tipp, Leute. Spielt kein Lee Sin. Dieser Lee Sin ist eine Noob Trap, wie man gerne sagt. Dieser Buff. Jetzt denken so Leute, boah, Lee Sin wurde gebufft, jetzt wieder Viable. Nein. Lee Sin, da muss wirklich 200 Damage auf die Ult kommen, damit der Viable ist.
Aber Tobi, es gibt Leute, die sind voll gut. Ja, das liegt daran, dass sie voll gut sind. Das seid ihr aber nicht. Glaubt mir einfach, ich bin auch nicht gut mit Lee Sin, ihr seid nicht gut mit Lee Sin. Lasst uns das einfach so akzeptieren. Wir, sprecht mir nach, beziehungsweise so. Ich bin nicht gut mit Lee Sin. Ich werde keine Lee Sin spielen, weil mir meine Elo wert ist. Außerdem werde ich, wenn Lee Sin in meinem Team ist, darüber nachzudenken, zu dodgen. Denn meine Elo ist mir wert. Versucht nachzuelon. Miss Fortune. Miss Fortune, ihre E ist scheiße. Sind wir uns einig? Sie wird etwas gebufft. Und zwar macht sie jetzt 40% Slow auf Stufe 1. Das ist insane, Leute. Das ist wirklich stark. Also Graves W macht, glaube ich, 50%. Und das ist insane. Das war das Gleiche, was hier passiert, war auch schon mal mit Graves. Nur, dass bei ihm auf 50 ist, hier ist auf 40. Aber dafür macht das Ding halt noch ein bisschen Schaden, ne? Ist stark, 40 ist stark, wirklich, wirklich stark. Vor allem, weil du machst einen Punkt rein, bam, gut. Nunu ist super strong, schon sehr lange super strong. Ich kenne jemanden, der maint Nunu, super strong. Health Growth wird reduziert, das heißt, er bekommt weniger AP. Ich glaube, das trifft ihn sogar doppelt. Ich muss sagen, ich nehme alles zurück. Armor Growth wird auch reduziert, das heißt, er bekommt weniger HP insgesamt und weniger Armor pro Level. Er hat etwas weniger Mana, das ist hier auch wieder so ein Zahlen-Tune-Up, ne? Ob jetzt 3 Mana mehr oder nicht. Und Mana-Rack wird auch etwas reduziert. Snowball Barrage, das ist sein Hauptspell. Also, ja, klar, man könnte sagen, hey, Tobi, die Kür ist sein Hauptspell. Ja, aber E wird gemaxt, macht viel Schaden, slowt sehr stark, wird auf 30% reduziert und später auf 50 hoch. Hier muss man sagen, es... Klar, gerade, ich denke, das hier ist das Schlimmste, was genervt wird. Also es tut schon weh, wenn man das alles hochsummiert. Aber gerade auch hier, klar, 30% tut weh, aber du merkst die eh als erstes hoch auf Nunu. Deswegen kommst du relativ schnell hier hin. Und ich meine, 40 oder 50, da kommst du dann klar. Also Nunu ist immer noch sehr stark. Er hatte irgendwie 53-54% Wind, also er ist immer noch stark genug. Timo, ich dachte erst, what the fuck, Timo reworked? Nein. Wenn ihr geblendet werdet, dann ist euer Rand jetzt grün. Das heißt, hey, ihr seht, ich meine, warum grün? Hätte man nicht einfach den Bildschirm schwarz machen können? Hey, du bist blind, du siehst nichts mehr? So einfach geht aus, zack, bumm, schwarz. Oder Bluescreen. Hey, dein Bild wird zu einem Bluescreen. Aber, ja, er leuchtet zu grün, sieht aus, als wenn du vergiftet wirst dann wahrscheinlich. Außerdem hat die W jetzt so einen Cooldown bei dir beim Icon, man sieht es. Und Pilze, interessant, Leute, Pilze. Erstmal können die jetzt nicht nur einmal springen, sondern so oft, wie ihr wollt. Das heißt, wenn du die Pilze so basketballmäßig übereinander wirfst, ich weiß nicht, ob das was bringt. Also es sieht bestimmt lustig aus, wenn die Pilze einfach bis nach Kanada fliegen so. Du kannst sie halt rein theoretisch, stellst dich auf die Toplane und wirfst durch den Fluss die Pilze in die Midlane rein. Es dauert ein bisschen, es würde in der Theorie aber klappen, sogar zur Botlane, aber da musst du schon wirklich den Winkel perfekt time treffen. Wobei, die springen vielleicht auch an Ecken dann, oder? Weiß ich nicht. Außerdem, das ist noch viel wichtiger, ich denke, das hier ist eher lustig. Du kriegst jetzt 5 Pilze maximal. Also kannst bis zu 5 Pilze sammeln, das ist echt gut. Ich glaube, ich mag Teemo nicht. Wir alle mögen Teemo nicht, aber ich glaube, das ist tatsächlich. Es gibt schlimmere Champs tatsächlich als Teemo, sind wir ehrlich. Mittlerweile, also Teemo war groß, aber es gibt schlimmere Champs als Teemo. Zum Beispiel Vladimir. Auf jeden Fall benutzt man die Pilze ja auch sehr oft als Wave Clear und deswegen finde ich es cool, 5 Pilze. Na, gerade mal, wenn du tot bist oder so. Es ist kein Buff, wenn du die Pilze ständig wirfst, weil dann bringt es dir nichts, ne? Aber. Wenn du mal wirklich längere Zeit keinen Pilz benutzt, gerade nicht machen kannst, super lange tot bist, könnte es nett sein. Vor allem, wenn du viel cooler Videos hast. Ja, Xayah wird auch genervt, weil man sagt, hey, sie ist zu safe. Und da muss ich recht geben. Wenn bei Xayah sie drückt R und alles, es trifft nichts, oder? Selbst Karthus Ult trifft nicht, oder? Trifft eine Karthus Ult auf eine Xayah? Nee, ich glaube nicht. Das heißt, drückt sie einfach R, bam. Auch hier 160 Sekunden. Und hier kann man argumentieren, jetzt würdet ihr sagen, Tobi, aber ich habe in der Butcherschule gelernt, das... nur Glaube und starke Ultimates so viel cooler haben. Ja, bei Xayah ist es halt vielleicht wirklich, es ist halt quasi, hey, ich sterbe nicht. Ich sterbe nicht, Skills sind schon, ne? Klar, jetzt sagt Tobi, ja, aber hier, der und der hat auch, ich sterbe nicht, Skills. Aber das ist schon halt, macht auch Schaden. Ich sterbe nicht plus, macht Schaden. Plus macht CC potenziell, sogar auf mehreren. Also, ist schon ein sehr universeller, sehr starker Spell. 160 ist schon viel, aber ich glaube, ich hätte... Deswegen sollte ich auch so ein bisschen das machen. Ich hätte hier 110 gemacht. 160, aber hier 110. Harsh, aber fair. Ich würde auch Champs buffen, die ich nicht spiele oder nicht mag. Naja, ich wäre ein sehr guter Buffmann. Ja, Zoe, ne, wird auch etwas gebufft. Das heißt, man sagt, sie ist im Early Game zu schwach. Wird jetzt mehr ihrer Passive. Das heißt, more Sparkles. Es wird tatsächlich mehr Sparkles geben. 6 mehr Sparkles, denn ihr macht jetzt quasi, wenn ihr... Naja, für alle, die es nicht wissen...
Zoe castet und dann hat sie immer Sparkles und Auto-Attack und macht dann 6 mehr Schaden. Ist nett, weil das quasi 6 auf jeder Stufe ist und ich denke, das ist ein Buff für gute Zoes, was eigentlich schwierig ist, weil eigentlich sollte man alle Zoes buffen, nur nicht die guten. Aber die guten Zoes benutzen, schlechte Zoes benutzen das sehr wenig. Und gute Zoes, du kannst quasi Q, Passive, Ult, Passive, E, Passive. Du kannst die ganze Zeit Passive, ne? Und schlechte machen halt Q, Ult, E, Mayonnaise, ne? Auf jeden Fall cool. Schön und cool. So, das war's. Bugfix ist hier hin oder her. Es gibt natürlich noch Stargardien Nico, die kommt raus. Stargardien Nico. Und also Prestige einmal. Stargardien Xayraka, muss ich sagen, sieht super cool aus, die beiden. Und Zoe, geht so. Ich wünsche euch was. Wie gesagt, die Woche wird fantastisch. Ich freue mich auf euch. Auf Wiedersehen und tschüss. Miau. Hab euch lieb. Wir sehen uns. Spätestens morgen um 17 Uhr bei mir im Stream.